Meinst du, Leute? Wisst ihr, was so schön am Vloggen ist? Du kannst machen, was du willst. Und es ist authentisch. Ich komme gerade aus der Dusche. Habe irgendwie ein bisschen schmutzig gefühlt. Nach dem gestrigen Karfreitagsprogramm. Und hungrig. Deswegen esse ich hier jetzt auch ein bisschen was. Und kau euch hier einen vor. Also, wenn ihr selber nichts zu essen habt, Pech. Besorgt euch schnell was. Wir wollen mal schnell in alter Manier auf den gestrigen Freitag schauen. Freitag, den 7. Karfreitag. Oder auch, wie hat es der Flo so schön gesagt? Shit Friday. Shitty Friday. Pleiten, Pech und Pannen war gestern so das Motto. Muss man ein bisschen näher drauf eingehen, tatsächlich. Aber es war der erste lange Festivaltag jetzt. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4 lange Spielfilme und den ersten Kurzfilmblock. Ich gehe aber nur mal geschwind ein bisschen durch, weil sonst ist es zu lang. So lang ist ja keine Aufmerksamkeitsspanne. Jetzt sind schon die ersten wieder weg. Also die sehen mich hier essen, von daher unappetitlicher geht's ja nicht. Oh. Köstlich. Also, das dann. Strahlender Sonnenschein, perfekter Tag zum Kino besuchen. Und den Auftakt gemacht hat Dodder. Dodder. Mit der Deutschlandpremiere von Corey Daschen. Unter anderem mit Casper Van Dien in der Hauptrolle. Ein, ja, Thriller. Und der es in sich hat. Familienmenschen fühlen sich da wahrscheinlich ein bisschen angesprochen. Es war tatsächlich ein Film, bei dem es eben darum ging, ein junges Mädchen wird entführt von einem Peiniger, der sich selbst nur als der Vater vorstellt. Und sie wird angekettet in seiner Garage, darauf. Ja, trainiert seine Tochter zu sein, zu spielen. Denn er möchte vor allem für seine Familie, also für seinen Sohn insbesondere, die perfekte Familie zusammenstellen. Denn er ist der, ja, schon sehr deutlichen Überzeugung, dass die Welt verrottet ist, verdorben ist. Und sie dort eben ihr eigenes kleines Wäldchen aufbauen müssen, um den Sohn vor den bösen Einflüssen zu retten. Und zu schützen. Echt geiles Teil. Unheimlich langsam. Unheimlich statisch zum Teil auch. Also eine sehr, sehr statische Kamera, die das Ganze unheimlich entschleunigt. Du hast fast immer nur halbtotalen. Hast ganz wenige Schwenks, kaum interaktive Dialogschnitte oder so Geschichten. Also es ist wirklich, es ruht immer so im ganzen Raum. Und es spielt sich eben auch alles in diesem Haus ab, das der Vater da eingerichtet hat für seine Familie. Und das ist dann auch der Ort, an dem ja Freud und Leid zusammenkommen. Leid natürlich vor allem für die junge Frau, die hier gezwungen wird, eine Rolle anzunehmen, um nicht zu sterben. Also der Vater droht ihr, er droht nicht mit was Direktem und er hat auch keine großen Machtdemonstrationen, aber eine unheimliche Ausstrahlung. Und davon lebt der Film. Casper Van Dien spielt hier den Vater. Und wir waren uns alle nach dem Film einig. Wir haben Casper Van Dien, glaube ich, noch nie in so einer Rolle gesehen. Da hat er tatsächlich mal ein bisschen was rauskitzeln dürfen. Abseits von Starship Troopers und Konsorten oder Mad Heidi. Braucht man gar nicht drüber reden. Aber er hat hier tatsächlich mal seine Präsenz in den Fokus gestellt. Und die ist wirklich brachial.
du kriegst Angst vor dem Typen. Also, sie ist dann auch, also die junge Frau ist dann auch entsprechend eingeschüchtert, geht auf seine Drohungen ein, lernt quasi die Regeln des Hauses. Das ist alles sehr, ja, religiös, fatalistisch inspiriert. Aber sie hat dann trotzdem einen Plan, den sie nach und nach umsetzt, denn sie möchte ja wieder fliehen. Und so entwickelt sich dann dieses, ja, es ist kein Kammerspiel, aber auf beengtem Raum entfaltet dann so der Thriller seine Wirkung. Und wie gesagt, er braucht ein bisschen. Auch nicht alle Szenen wirken immer rund, aber die Grundstimmung stimmt. Die Bildauswahl stimmt. Und vor allem wirklich die Darsteller und die Darstellerinnen machen das wirklich solide, aber wirklich on top. Casper Van Dien. Holy fuck. Nee, den willst du nicht daheim als Mann des Hauses deinen Vater schimpfen dürfen. Also Faber? Nee, Daughter heißt der Film. Man redet immer vom Vater, aber es geht ja eigentlich um Daughter. Wirklich eine Überraschung, ein Überraschungseinstieg in den Tag. Muss man so sagen. Kaminwurzeln, ich liebe sie. Nach Daughter habe ich einen Film geskippt. Und zwar Soft and Quiet. Einfach aus dem Grund, weil ich den gerade erst vor, ich glaube nicht mal 2 Monaten, auf dem Fantasy Filmfest White Nights gesehen habe. In Hamburg. Da lief der auch schon. Und ich habe mich erinnert, der lief da auch im Mittagsblock. Als zweites, glaube ich. Und nach dem Film war der Tag im Arsch. Der war wirklich im Arsch. Weil dieser Film sehr schwere Kost ist. Ich will gar nicht so viel dazu verraten. Es lebt auch viel von der Überraschung, aber es geht um eine Gruppe von Hausfrauen oder von Müttern auch in den USA, die sich treffen regelmäßig und über Probleme in der Gesellschaft reden und diskutieren. Und sie gehen dann einen Schritt weiter und wollen die Probleme selbstständig angehen. Also echt sehr widerwärtig, sehr kontrovers, sehr intensiv gespiegeltes Gedankengut, was definitiv in der Gesellschaft leider noch zu häufig vertreten ist. Also nicht nur in den USA, sondern auch bei uns. Deswegen ein echt wichtiger Film. Aber der geht echt ans Gemüt. Der geht an die Substanz. Deswegen habe ich gesagt, und auch einige Kollegen auch von den Filmfressen, die haben auch gesagt, ey, wir haben den beim Panel Film jetzt gesehen. Wir passen. Wir haben dann die Zeit genutzt und haben stattdessen im wunderschönen Biergarten vom Osten Tokino gesessen, ein Bierchen getrunken, ordentlich geschnackt, auch mit Flo und mit Magda, Dominik, der für die Fotos auf dem Festival zum Teil verantwortlich ist, einige Leute kennengelernt, unter anderem auch Filme gekauft. Dann kam irgendwann jemand an und so, hey, Schakula. Kennst du? Nee. Ja, das ist aus Regensburg, ein Film. Okay. Hier eine Indie-Produktion. Willst du haben? Ja, klar. Und dann habe ich jetzt auf einmal hier eine DVD in der Hand. Fand ich sehr, sehr sympathisch. Vor allem, hier so. Schaut euch mal die Rückseite an. Der Hai ist fantastisch. Habe ich sehr, sehr viel Vorfreude drauf. Mal schauen,
was das da so kann. Ne? Ist sogar limitiert. Geil, geil. Das mag ich auch. Also gerade dieser Austausch ist mir auch bei Festivals immens wichtig. Deswegen nehme ich mir da auch die Zeit für. Und das macht einfach Spaß, mit den Leuten da zu quatschen, was sie mögen, was sie nicht mögen. Es geht auch nicht immer nur um Filme, es geht um alles Mögliche. Sehr schön. Apropos, wir haben dort dann auch was gefuttert. Am Freitag gab es Verpflegung von 16 bis 20 Uhr. Gab es ein veganes Catering mit Lachsersatzbrötchen, mit Lasagne-Eintopf, vegan, und Apfelmuffins. Sehr, sehr lecker. Hat eine junge Dame da vorbereitet und aufgetischt und aufgebaut und also auch so auf Spendenbasis. Steckt wahrscheinlich ja, das Kino dahinter oder irgendein Verein, mit dem sie kooperieren, oder habe ich jetzt nicht genau hinterfragt, aber fand ich sehr, sehr, sehr nice. War auch sehr, sehr lecker. Also wirklich, wir haben da gesessen und sie hat angefangen, diesen Eintopf aufzuwärmen, und es ist dann so langsam rüber geweht und so, oh, geil, wir haben Hunger. Wir sind hingegangen, da war der Eintopf aber noch nicht heiß oder so mittelwarm. Haben wir uns erstmal mit Lex, mit AX geschrieben, über Wasser gehalten. Auch sehr lecker. Sah erstmal ein bisschen aus wie so Scheiblettenkäse von der Farbe her. So Cheddar. Aber sehr lecker. Mit Meerrettich und Zwiebeln. So machen wir das. Genau. War nur schade. Also gut, wir hatten Glück, weil die Leute waren in dem Moment alle in Softie quiet. Und wir haben draußen schnabuliert. Und dann kamen die raus und haben alle Hunger gehabt. Und man hat es in den Gesichtern noch angesehen. Die brauchen jetzt erstmal einen Muffin oder irgendwas. Das war Hartkost. Das einzige Schade war, wir haben danach dann den nächsten Film geschaut und hatten dann auch noch Hunger. Und da war es aber dann 7:30 oder was. Da war nur nichts mehr da. Also war schon abgebaut und alles. War ein bisschen schade, dass da, ja, wir hatten dann echt Hunger. Wir sind dann so auf Nüsschen und Chips und sowas ausgewichen. Und Bier natürlich. Aber das war ein bisschen schade, dass das Catering da so frühzeitig wieder abgezogen ist. Ich vermute einfach leer gefressen, weil es so gut war. Was ja ein gutes Zeichen ist. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt samstags auch wieder wiederholt wird oder sonntags. Würde ich mir wünschen. Und dann gern auch ein bisschen länger. Aber echt gute Entscheidung. Gibt ja auch Festivals, wo du so Verpflegung gar nicht kriegst. Da gibt es nur Snacks. Das mag ich zum Beispiel, wenn ich jetzt im Savoy oder was beim Fantasy Filmfest bin oder so. Halt, die haben halt kein Catering oder so dabei. Da musst du dann um die Ecke zum Batman-Döner gehen. Muss aber schnell sein, weil du ja manchmal nur 20 Minuten Pause hast. Knackig. Und hier hast du ein bisschen mehr Pause. Das mag ich. So, nach der Pause. Soft and Quiet haben wir abgehakt. Dann ging es weiter mit einem Director Spotlight mit Interchange. Von Dane Sade, der hier sein Mittelwerk präsentiert hat. Also der Film ist von 2016, glaube ich. Und es geht um einen Mord, eine Mordserie, die eine Stadt heimsucht. Und einen Polizist, der mit einem, ja, Fotografen befreundet ist, geht dieser Sache nach, weil Menschen gefunden wurden, den, ja, Aderlass ist ein bisschen untertrieben. Die haben den einfach mal das komplette Venensystem nach außen gestülpt und leer gelutscht. Sah sehr, sehr ästhetisch aus. Hatte was von solchen Mangrovenranken oder solche
Urwaldranken. Das war auch komplett, also nicht komplett unblutig, aber die Szenen waren unblutig, weil blutleer. aber sie hatten in dem Film, ich habe ja bei seinem ersten Film, den ich gesehen habe, Bloodflower, ja gesagt, dass es so Versatzstücke sind, die irgendwie nicht passen wollen. Hier hat das Ganze gepasst, fand ich. Der Film war in sich wirklich rund, weil motivisch klarer. Das ging ganz im Zentrum stand natürlich die Vereinbarkeit von moderner Zivilisation und Tradition im Sinne von Urwaldvölkern, was gerade im malaysischen Kontext eine große Rolle spielt. Er hat dann im Q&A danach, was diesmal nicht eine Stunde ging, sondern nur eine Viertelstunde, erzählt, dass es auf, ich glaube, Kuala Lumpur, weil das irgendwie zweigeteilt ist, ein Teil ist indonesisch, ein Teil ist malaysisch und dort sind auch noch viele, nicht Kuala Lumpur, Borneo, danke. Borneo war auch im Zentral mit diesem Hornvogel, der ja eigentlich schon fast ausgestorben ist und der stand hier auch im Zentrum als motivische Inspiration für dieses Verschwinden der Tradition, wo die nur noch überliefert ist in Büchern, in Fotografien. Und hier wurde dann so das Fantastische eingestreut, indem die Seelen von fotografierten Urvölkern in diesen ja alten Negativen gefangen waren. Und ja, so hat sich diese Mordserie eben aufgezogen. War sehr, sehr künstlerisch, ästhetisch künstlerisch. Ich fand den optisch sehr ansprechend. Erzählerisch ein bisschen low. Bin auch ehrlich gesagt zwischendrin mal kurz weggedämmert, weil ich war so platt irgendwie, weil es gab auch keine Luftzirkulation in dem Kino. Es war an dem Tag sehr warm, sehr stickig im Kino. Und dann bin ich dann so, oh, das sitzt so gemütlich und irgendwann war es halt weg. Ja, mea culpa, aber der Film hat dann auch nicht, wie gesagt, so gefesselt, dass ich gesagt habe, okay. Ich bin angespannt auf der Sitzkante und fieber mit. Aber er ist vollkommen solider. Kriminaldrama, würde ich es nennen. Mit einem sehr hohen motivisch-künstlerischen Anspruch, der auch rüberkommt. Gut, über Animationen oder sowas reden wir da nicht, weil das ist einfach Sinn zum Zweck, dass Bilder einfach dargestellt werden, die sehen nicht immer geil aus, aber darum geht es nicht. Es geht um die Symbolik dahinter. Und um Vögel. Vögel ganz wichtig. Nimm dir. Ich habe hier eine Mitesserin, also nicht wundern. Also wenn ihr immer noch dran seid und noch immer noch nichts zu essen habt, sorry, ich kann euch nichts abgeben, wird gerade hier geplündert. So. Wir haben weiter im Programm mein Highlight des Tages, Flowing, beziehungsweise Piove, wie er auf Italienisch heißt, von Paolo Stripoli, ein italienischer Genrefilm, von dem ich im Vorfeld schon gehört habe, dass der Regisseur sich dafür einsetzt, dass im italienischen Film oder italienischen Kino wieder mehr passiert. Und zwar in so eine Richtung, wofür die italienische Filmszene ja früher bekannt war, einfach mal was anderes zu machen, einfach mal wieder ein bisschen was Unorthodoxes vielleicht zu machen. Ich meine, hey, ja, Jungs und Mädels haben damals Exploitation in Europa groß gemacht. Giallo, brauchen wir gar nicht drüber reden. Die Polizeifilme und. Also es gab so viele coole, inspirierende Filmbewegungen aus Italien und scheinbar ist es in der aktuellen Zeit nicht mehr so inspirierend. Und dafür hat Paolo Stripoli gesagt, nee, er will das ändern. Er will was Großes machen, was da eben mal wieder heraussticht. Und das hat er mit Piove geschafft. Wie kriegt man es zu fassen? Es ist ein Drama, ein Familiendrama. Ein Vater ist mit seinem erwachsenen Sohn im Zwist, weil
die Mutter bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Seitdem muss der Vater sich alleine um die Familie kümmern, also um den erwachsenen Sohn und die achtjährige Tochter. Die Tochter hatte bei dem Unfall ja schwerere Verletzungen und ist seitdem querschnittsgelähmt oder zumindest kann sie nicht mehr laufen und ist deswegen in Physio, muss wieder laufen lernen. Und der Sohn gibt sich einerseits selbst die Schuld, dass es dazu gekommen ist, aber er gibt vor allem dem Vater die Schuld, weil er die Mutter dazu genötigt hat. Bist du eine Wurst? So. Und nicht du. dazu genötigt hat, mit dem Auto die Tochter abholen zu gehen, und da kam es eben zu einem Unfall. Und der Vater gibt aber dem Sohn die Schuld. Aus anderen Gründen. Also es geht um Schuld, es geht um Sühne, es geht um Scham, es geht um dieses Familiengeflecht, was absolut gestört ist durch diesen der Verlust der Mutter. Die kommen nicht miteinander klar. Der Vater hat sich einfach aus der Not heraus selbst den Tag komplett immer durchgeplant, weil er drei Jobs hat, um die Familie zu versorgen, aber er kriegt es nicht gebacken, das Zwischenmenschliche zu bedienen. Das heißt, er arbeitet dann, ja, es ist gerade mein Licht ausgegangen, aber I don't know. Ihr seht mich ja trotzdem noch, hoffentlich. Er kommt nicht dazu, sich um seine Kinder zu kümmern, wie sie es bräuchten. Er funktionalisiert sie. Die Tochter soll schnellstmöglich wieder laufen können. Das ist für ihn das höchste Ziel. Und den Sohn vergisst er. Aus, ja, wie gesagt, aus Hass, aus Abneigung, aus Vorwürfen. Und auf dieses Familiendrama hat Stripoli noch den Horrormodus draufgelegt, in dem ein ja, merkwürdiger Dunst erst Rom und dann andere Teile von Italien heimsucht. Und offensichtlich, wer mit diesem Dunst in Kontakt kommt, verfällt dem Hass. Wandelt sich quasi zur dunklen Seite. Und es passieren dann auch immer mehr Attentate, immer mehr Morde, immer mehr Angriffe von vermeintlich Unschuldigen auf vermeintlich andere Unschuldige. Also schon bemerkenswert, wenn dann irgendwelche Opas ihre Söhne umbringen, weil der Fernseher zu laut ist. Und das bekommt man so am Rand mit. Also hier passiert ein sehr, erstmal ein bisschen kryptisches, aber im Nachgang sehr umfängliches Worldbuilding. Und vor allem ist immer im Zentrum, und das wird nie vergessen, ist diese Familie. Die sind das absolute Zentrum dieses Films. Die Welt geht unter. Aber die Welt spielt sich innerhalb dieser drei Personen ab und spiegelt sich darunter und bricht sich auf die unterste Ebene. Und das war tatsächlich sehr intensiv. Man ist sehr nah bei den Personen. Man durchblickt auch relativ schnell, was sie bewegt. Aber es sind auch immer noch Geheimnisse offen, Verhalten, die noch am Anfang unklar sind, warum sie das machen, wie sie es machen. Also auch so ein bisschen mysteriös angehaucht. Also wir haben hier ganz viele Genre-Film-Elemente. Es spielt auch ein bisschen die Giallo-Ästhetik mit rein, mit wabernden roten Lichtern und hast du nicht gesehen. Es gibt sogar das schwarze Handschuh mit silberner Stechwaffe-Motiv. Also es ist ja alles ein bisschen mit drin, aber es ist sehr, sehr elegant verwoben. Und vor allem, das Ding ist spannend as fuck. Du sitzt wirklich da. Das Ding geht 2 Stunden nicht ganz, glaube ich. Wir haben hier 93 Minuten, nicht? Also ein knackiger 90 Minuten so sogar. Wo du denkst, was, so eine komplexe Story kannst du nicht in 90 Minuten erzählen. Ja doch, es geht. Es muss nicht immer das 2,5-Stunden-Drama sein. Hier ist alles drin, hier wird alles transportiert, weil der Regisseur genau wusste, was er will und er muss es nicht noch ausstreichen und verdünnen oder was. Nee, der lässt die Quintessenz stehen. Und ja, und hat dann eben noch diesen Horrormodus mit dabei, mit schwarzen Tränen, die ein sehr, sehr entscheidendes Element hier im Film sind. Kurzum, Piove hat mich echt umgehauen. Der war
unglaublich dicht, der war unheimlich spannend, war unheimlich zugänglich, bewegend über seine Figuren und vor allem war er auch sehr italienisch. Also diese Familienkonstellation, der Umgang miteinander, du hast gefühlt, es war jetzt nicht ein italienischer Film, der mit eine US-amerikanische Familie abbildet oder was. Es war tatsächlich gewisserweise national runtergebrochen, eben auf diese kleine Familie in einem Vorort von Rom. Und das war schon was Erfrischendes, absolut. Und der ist hier genau richtig gelandet auf dem Festival und ich prophezeie, dass der auch noch auf anderen Festivals seinen Weg einschlagen wird. Der muss irgendwo auch bei euch auf großer Leinwand laufen. Den muss man auf großer Leinwand gesehen haben. Entschuldigung dafür. Ich habe ja vorhin schon gesagt, bisschen Shitty Friday war es. Ja, hing damit auch mit diesem Film hat so ein bisschen auch angefangen, weil das Format hat nicht gestimmt. Hat am Anfang von den Zuschauern, glaube ich, niemand gemerkt, so wirklich. Man hat sich so ein bisschen gewundert, okay, es ist halt mit Seitenrändern oder so ein bisschen gestaucht, aber okay. 1,85 oder was das dann ist. Ja, aber das war gar nicht so die Intention des Regisseurs, sondern es sollte irgendwie auf 2,25 oder was, also Vollbild ohne schwarze Ränder laufen. Ja, und wir haben hier eine Cropped-Fassung bekommen, die, weil es eine von einem Fernsehsender unterstützte Produktion ist, haben die quasi die Fernsehfassung, den TV-Edit ans Festival-Team geschickt und die wussten das nicht. Die haben das nicht bemerkt. Beziehungsweise so viel drumherum hat Flo dann auch ehrlicherweise zugegeben, kannst nicht immer alles kontrollieren und sichten, so wie du es gern hättest. Da verlässt man sich auch ein bisschen auf die Verleiher oder die Produktionsfirmen, die einem das schicken. Und scheinbar, das hat dann dafür gesorgt, dass am Anfang der Regisseur, nachdem er das gesehen hat, der ist scheinbar Rampage gelaufen. Der ist scheinbar richtig pissig. Also nicht auf die Festivalbetreiber, sondern auf die Firma, auf die Produktionsfirma gewesen, die es übermittelt hat, gewesen. Und vor allem haben sie dann auch irgendwie, weil ja links und rechts Sachen abgeschnitten wurden, haben sie dann eigenständig Frames verschoben, um die Bildinformationen dann wieder einzufangen. Und die ganze Bildkomposition hat eigentlich nicht mehr gestimmt. Und da kann ich verstehen, dass du als Regisseur richtig pissig bist, wenn du sagst, hey, das ist eigentlich nicht mehr mein Film. Das ist nicht mehr mein Film. Also es wird zwar das transportiert, was ich will, aber dazu gehört ja auch immer das Bild. Und dass man auch wirklich alles so komponiert, wie man es möchte für seinen Film. Und er hat sich dann trotzdem im Q&A unheimlich nett und freundlich und offen gegeben. Fand ich sehr, sehr bemerkenswert, dass er sich da wieder beruhigt hat. Auch Hut ab für Flo, der da ankam. Also es war nicht die letzte Meldung des Tages, wo er dann nach dem Film oder so auf die Bühne kam und sich beim Publikum entschuldigt hat für diese Crop-Fassung. Wie gesagt, die können ja nichts dafür. Aber ich fand es richtig anständig, dass sie gesagt haben, hier, wir machen das transparent. Wir sagen das den Leuten, was hier gerade schiefgelaufen ist, und bitten um Entschuldigung. Wie gesagt, Flo, ihr könnt nichts dafür. Aber Hut ab, dass ihr euch da dann vor die Leute stellt und sagt, wir hätten es merken müssen. Irgendwie. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist der Film trotzdem absolut empfehlenswert. Und ich glaube, ich will den auf jeden Fall nochmal sehen, um zumindest dieses Bildformat dann nochmal auskosten zu können. Also aktuell hat er 4,5 von 5 Sternen bei mir bei Letterboxd. Ich glaube, wenn er im Bildvollformat dann auch nochmal überzeugt, dann kriegt er die 5. Kann ich mir vorstellen. Aber aktuell mein Highlight bisher des Festivals. Definitiv. Ich bin gespannt, was noch so kommt. Es ist ja noch ein bisschen was. Aber Piova war echt ein überraschendes Brett. Absolut überraschend. Hat keiner, glaube ich, damit so gerechnet, dass der so knallt. Ja, und dann abends kam dann noch der Kurzfilmblock mit einigen internationalen, aber auch deutschsprachigen Kurzfilmen. 8 Stück an der Zahl. Auf die Kurzfilme gehe ich am letzten oder vorletzten Vlog nochmal ein, weil da gibt es dann nämlich die Verleihung. Es gibt da ja eine Abstimmung auch, wie bei einigen anderen Filmen, wo das Publikum abstimmen darf, welchen sie gerne mögen und wie gerne sie ihn mögen mit Sternen. Und bei diesen Kurzfilmblöcken kann man eben Werte von 1 bis 5 geben. Genau.
Deswegen reiße ich die jetzt mal nur nicht an, sondern fokussiere mich dann auf die Gewinner. Gut, das ist so der Ablauf am Karfreitag hier gewesen. Pleiten, Pech und Pannen, ja, muss ich doch noch kurz anreißen. Im Kurzfilmblock kam es zu einer kleinen Panne, aber direkt beim ersten Film war nämlich ein spanischer Film, Mystic Tiger. Der lief dann an und alle haben gemerkt, dass er spanisch ist. Nur es hat dann keiner verstanden, der nicht spanisch kann, weil es gar keine Untertitel. Und da hat Flo dann auch wieder interveniert und Auszeit, hat den Film dann nochmal zurück ins Labor geschickt, um die Untertitel noch nachzubessern und dann haben sie den nochmal hinten angehängt. Also wir konnten alle Filme sehen, hat auch danach alles funktioniert, auch mit Bildformat mussten sie teilweise echt rangieren, aber es hat alles geklappt. Also von daher, da ist auch tatsächlich die Cruise, fand ich, sehr flexibel. Absolut. Genau. So, das war der Karfreitag, war alles ja sehr, sehr streng und sehr feierunfreudig. Schreiende Kinder auf der Straße, man merkt, es ist Osterwochenende. Wer weiß, was es gefunden hat, wahrscheinlich kein schönes Schokoei. Aber nichtsdestotrotz geht das Hardline-Festival weiter. Wir haben jetzt noch den Samstag und den Sonntag, kommen noch Vlogs dazu. Stories, wie gesagt, bei Instagram auch mal so ein bisschen Zwischenfutter. Wenn ich mal dran denke, irgendwo was zu filmen oder zu fotografieren. Aber bisher habe ich eine sehr gute Zeit, sehr nette Leute und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ihr auch. Ciao.